Wie schon in den vergangenen Tagen sind auch heute wieder tausende Flüchtlinge an der slowenisch-österreichischen Grenze in Spielfeld angekommen. Allerdings haben die Einsatzkräfte die Lage besser im Griff gehabt als noch gestern. Das Bundesheer hat aufgestockt und jetzt 800 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung in der Steiermark. Außerdem hat der Weitertransport mit den Bussen in Notquartiere geordneter funktioniert. Dennoch werden vermutlich Hunderte die Nacht in den Zelten an der Grenze verbringen müssen. Und es werden weitere Flüchtlinge aus Slowenien erwartet.